Ein guter Fotograf sollte in der Lage sein, auch unter widrigen Bedingungen gute Bildergebnisse zu erzielen. Und genau deswegen finde ich es wichtig, auch unter suboptimalen Bedingungen einfach die Kamera zu nehmen, rauszugehen, zu fotografieren und vor allen Dingen neue Dinge auszuprobieren. Hallo und herzlich willkommen, liebe Fotofreunde, zu einer neuen Folge von was denn eigentlich? Und genau diese Frage kam bei mir beim Schnitt der letzten Episode auf, sodass ich mir erstmal Gedanken über mein Konzept machen musste. Unboxings, Kameratests, Tutorials, all das, finde ich, gibt es zuhauf auf YouTube. Was aber fehlt, sind Filme abseits all dieser Technik, die uns die Freude und den Spaß, den man mit der Fotografie haben kann, vermitteln. Und die uns kleine Geschichten erzählen, rund um unser Lieblingsthema Fotografie. Und genau deswegen habe ich dem Kind den Namen Fotostories gegeben. Unsere erste Fotostory führt uns heute ins wildromantische Werretal. Ich hatte in der vergangenen Woche eine wirklich anstrengende Woche. Deswegen habe ich mir gesagt, Rucksack auf, ab ins Grüne und ein bisschen entspannen. Und oftmals sind es genau diese ungeplanten Trips, die wirklich tolle Bildergebnisse hervorbringen. Also begeben wir uns auf Motivsuche und schauen mal, was wir hier ganz spontan im Werretal finden. Ich musste das Werretal nur wenige hundert Meter hinaufwandern, um zwei wirklich schöne Fotospots ausmachen zu können, an denen ich mich nachher auf Motivsuche begebe. Aber jetzt bin ich erstmal diese Böschung hinter mir raufgekrabbelt, denn der Bach im Hintergrund ist unwahrscheinlich laut und geschwätzig, sodass ich mich entschieden habe, euch meine Erklärungen zu dem, was ich fotografiere, nachher aus dem Off zu geben. Im Werretal findet man wirklich überall Motive und so habe ich auf dem Weg bereits zweimal einen Stopp eingelegt. Einmal bei dieser Szenerie hier, die hat mich insbesondere angesprochen wegen der quer über dem Bach liegenden alten Buche, die den Blick des Betrachters wirklich sehr schön zum Hauptmotiv führt. Das zweite Motiv habe ich vom Hauptweg aus etwa 3 Meter über dem Bach fotografiert und spannend fand ich hier wirklich mal die völlig andere Perspektive. Wirklich faszinierend fand ich dann diesen Anblick, der mich hat sofort zur Kamera greifen lassen. Und mein erster Gedanke war, hier steckt ein absolutes Topmotiv drin. Manchmal ist es tatsächlich so, dass man sich in einem Motiv regelrecht verlieren kann. Und genauso ging es mir mit dieser kleinen Kaskade von Wasserfällen, die ich gerade fotografiert habe. Wenn ich ein Motiv fotografiere, dann gehe ich meistens an der offensichtlichsten Stelle an das Motiv heran. Also so, wie es mir auffällt, wenn ich dem Motiv begegne. Und dann arbeite ich mich um das Motiv herum aus verschiedenen Blickwinkeln und Perspektiven in das Motiv ein. Natürlich verwende ich auch unterschiedliche Brennweiten, um einfach auszuprobieren, wie kann ich das Motiv am besten darstellen. Bei dem Motiv jetzt war ich leider nicht ganz so zufrieden mit den Bildern, die mir das Kameradisplay gezeigt hat. Wahrscheinlich ist auch genau das der Grund, warum ich mich so lange an dem Motiv aufgehalten habe. Weil es hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Aber keines der Bilder auf dem Display entsprach dem, was ich in Natura gesehen habe. Aber das ist eben manchmal so. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was dann der Monitor so hervorbringt. Denn die Ansicht auf dem Monitor ist oftmals noch eine ganz andere als die auf dem Kameradisplay. Was der heimische Monitor dann hervorgebracht hat, das seht ihr hier. Das Bild zeigt den ersten Eindruck, so wie ich das Motiv gesehen habe, als ich vor Ort kam. Da habe ich noch etwas dran gearbeitet und kam dann zu diesem quadratischen Ausschnitt, der meines Erachtens nach das Motiv
so wie ich es in meiner Vorstellung hatte, am besten wiedergegeben hat. Ich habe dann noch ein bisschen experimentiert und diese Aufnahme hier gemacht. Ich fand die in Schwarz-Weiß am allerbesten. Aber man sieht, es ist unwahrscheinlich viel auf dem Motiv los. Die vielen, vielen kleinen Details, die bringen Unruhe rein. Und ich glaube, das ist das, was mich so ein bisschen stört. Ganz im Gegenteil zu dieser Aufnahme, zu dem Detail, das schon wesentlich ruhiger wirkt. Aber ihr könnt mir gern in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Etwas experimenteller ging es dann beim nächsten Motiv zur Sache. Hier habe ich das 19mm PC-Nikkor genutzt an der Fujifilm GFX per Adapter, um ein Panorama mithilfe der Shift-Funktion zu erstellen. Eine wirklich hervorragende Möglichkeit, um passgenaue Fotos für die Panoramaerstellung zu erhalten. Das Ergebnis seht ihr jetzt hier. Das PC-Nikkor verzeichnet doch recht stark, wie man am Fern in der linken Ecke sieht. Der eine würde sagen, ein interessantes Bildergebnis, der andere würde sagen, ein Bildfehler. Ich sage dazu einfach nur, man muss diese Geschichten einfach mal ausprobieren, denn sonst lernt man nichts dazu. Ja, das soll es dann auch für heute gewesen sein mit unserer Fotostory aus dem Werretal. Ich hoffe, ihr fandet den Beitrag interessant und konntet etwas für euch mitnehmen. An dieser Stelle möchte ich mich bei euch bedanken und mich verabschieden und natürlich im feinsten YouTube-Sprech, wenn es euch gefallen hat, einen Like dalassen, abonnieren und Glocke aktivieren. Bis dann, bis zum nächsten Mal bei den Fotostories.